Was geht ab, YouTube? Ich hoffe euch allen. Hä? Was? Was? Nix. Achso, was geht ab? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich auch. Wir reagieren heute auf Erkenne das Model. Model. Als Männer-Edition. Edition. Und wir haben hier auch heute ein türkisches Model dabei. Dabei. Was aber noch nicht in Deutschland etabliert ist. Başımı. Juhu! İşte bu. Date ist da. İşte bu aga. Let's go! Was würdest du sagen, wer ist für dich Model verdächtig? Weil du bist schon... Weißt du bist Dederis. Weißt du? Der hier hinten? Oder okay. Nein. Ich sag dir ehrlich, es ist 100% der rechts vorne. Der? 100%. Weil er so ein markantes... Er hat so ein markantes Gesicht. Er ist wirklich so ein... Diese langen Schlanken, die immer so stehen und dann so seitlich... Weißt du? Der, ja. Der ist es 100% für so Brandmarken und so. Der ist Geschäftsmann. Oberkörper frei mit Sixpack, mein Bruder, ja? Ja, ich würde sagen, man kann ja so viel noch gar nicht sagen. Ich will was sehen. Deswegen würde ich sagen, kann sich der Erste von rechts einmal erstmal vorstellen, bitte. Der ist es safe, Bruder! Erstmal hallo, mein Name ist Faith Fallon, ich bin 21 und bin High Fashion Model und Talent. Welche Brands? Ich habe für Boss, Zalando, Savage X20 von Rihanna, Volvo, einiges schon gemacht. Und ich war bei GQ, Vogue. Hoho, glaube ich sogar. Glaube ich. Dankeschön. 100%. Er redet ganz normal so, ich mach das. Ich hoffe, die Konkurrenz hat heute ein bisschen Mut mit. Also, damit ihr wisst, die Dame in der Jury ist vom letzten Teil und sie war das Model bei der letzten Episode. Wer das noch nicht abgecheckt hat, kann es gerne tun. Weil der Bra wird wohl schwer machen. Machst du nur High Fashion oder noch was anderes? Ich bin High Fashion Model, also. Der trinkt Raki, ne? Der Nein, das ist Iso-Drink. Ach so. Sportgetränk. Internationales Model. Ich arbeite nicht wirklich im deutschen Market, sondern all around the world. Also ich komme auch gerade von Paris, hab dort gearbeitet und ja. Das ist zu authentisch. Also die anderen müssen jetzt gut sein. Oha! Als gut, man arbeitet sich ja hoch, ne? Und ich habe schon angefangen, seitdem ich 16 bin. Und bin jetzt 21, wie gesagt. Und ich verdiene... 4-5-stellig. Was heißt 4-5-stellig? Also für Boss war ich zum Beispiel eingeladen in Milan und da musste ich einfach dahin gehen, musste drei Walks machen. Ich bin auch dadurch viral geworden, durch TikTok und so. Und habe dafür, kann ich gerne sagen, 13.000 Euro bekommen. Einfach nur walken. Das war's! Ey. Niemals, Bruder. In Milano doch, diese Dingensshow, diese... Nein, Mann. Wie? In Sonntag hast du doch auch bekommen. Nein, Mann. Erzähl, wie viel du in Sonntag damals bekommst, als du im Dorf neben diesen Schafen lang gelaufen bist. Inek Werdeler, Inek. Genau, eigene. Ja. Wir haben diese geschlachtet und diese Fleisch verkauft. Ja. Ja, genau. Gibt's nichts mit 13.000. 13.000 Euro. 13.000 Euro. Das war kein Runway. Das war, wie gesagt, ich bin Model und Talent. Das ist kein Influencer, aber das ist eher so deine Persönlichkeit und aber als Model. Gigi Hadid und so alle sind ja auch keine Models mehr, sondern Talente. Hast du eine hohe Reichweite auf Insta oder warum hast du so eine Summe bekommen? Ich habe eine hohe Reichweite auf Insta, genau. Bin halt dadurch viral gegangen. Wie viel Follow hast du, Kling? Auf TikTok fast 300.000 und auf Instagram 116.000. Das ist eine gute Reichweite. Als Model? Ja, das ist schon viel, ja. Das ist eine gute Reichweite. So eine kleine Bubble an, Bruder. Also, wie gesagt, ich finde ihn richtig authentisch. Ja. Dann danke dir erstmal. Wer da mal der Letzte, Bruder? Wie, der ist es nicht? Der ist es safe, Bruder. Der ist TikToker. Ich bin Kamia, mit Spitznamen Kamia, Sie können mich gerne Kami nennen. Ich bin aus Hamburg und ich bin jetzt kein High-Fashion-Model, sondern Commercial-Model. Das heißt, ist das nicht der von Elevator Boys? Was ist Elevator Boys dann? Auf, ja! Im Werbebereich sozusagen tätig. Und das jetzt du weißt auch nichts! Da hat es nebensächlich quasi angefangen, nebenberuflich. Und jetzt seit einem Jahr mache ich das auch hauptberuflich. Das heißt, ich kann davon leben und brauche jetzt erstmal nichts. Nein, der sieht voll so aus wie dieser eine Dunkelhaarige da. Oh, gut. Heftig, Digga. Du bist sehr hübscher junger Mann, Digga. Vielen lieben Dank, danke schön. Weiß ich sehr zu schätzen. Also, das Gesicht hat er dafür auch. Wirklich markante Gesichter, die sieht man immer wieder. Es ist wirklich schwer. Ich kann es noch nicht genau einschätzen. Deswegen müssen wir gleich auf jeden Fall auf die Performances von euch eingehen, ne? Da danke dir erstmal. Doch, das ist der doch! Weiter, einfach, der durfte kaum reden. Hi, danke, dass ich hier sein darf erstmal. Mein Name ist Anil. Boah, Bruder. So red ich. Erste Date mit Crush, Bruder. Oh, hallo, hübsche Frau. Du bist schon eine Frau.
wie nervös der ist! Hi, danke, dass ich hier sein darf erstmal. Mein Name ist Anil, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Osnabrück und ich bin seit einem Jahr Male Model. Okay, in welchem Wow! Jahr? Auch Commercial Model. Also, das hat jetzt genau vor einem Jahr angefangen. Was machst du? Der ist es nicht. Okay. Nein, nein. Also, ich model in Hamburg bei Kult Models für Zalando, About You, ASOS, also eigentlich. Ach so, gar nicht Fitness und so? Doch, also nicht für Fitnessmarken direkt, aber ich habe auch viele, sag ich mal, Shoots, wo ich halt Sportklamotten, sag ich mal. Und ist maximal nervös! Boah, es ist, also ich würde, bei ihm kommt mir das nicht so glaubhaft drüber. Ja! Du machst Commercial, ne? Für was war denn deine letzte Show oder das letzte Shooting? Für welche Marke? Also für Zalando, wir hatten auch, also es ist eigentlich hauptsächlich in Deutschland, aber wir hatten auch internationale Shootings. Shooting gemacht und das war eigentlich auch so das Krasseste, was ich bis jetzt gemacht habe. Ja, es war so ein riesiges Team, richtig viele Leute, war also richtig schöne Atmosphäre, man hat sich da auch richtig wohl gefühlt und so und das war eigentlich so ja, das Krasseste, was ich bis jetzt auch gemacht habe. Dann danke dir erstmal, dann machen wir erstmal mit dem Nick. Bruder, so habe ich damals Dingens Schule Sachen vorgetragen. Das Ding ist, man hätte den jetzt schon Knockout setzen können mit Fragen, Bruder. Weißt du, weil er hat viel Angriffsfläche gegeben, er hat viel geredet. Wenn du lügst, Bruder, dann erzähl nicht so viel, wenn du da bist. Ja, weißt du, was ich meine? Weil dann gibst du Angriffsfläche. Man kann doch jetzt fragen, so, wie groß war das Team? Hm. Wer ist alles in dem Team involviert worden? Dies, das, solche Sachen. Ja, hast weißt du recht, hast du recht. Er hat Angriffsfläche gegeben. Ohne Grund. Hi, ich bin erstmal Ur, ich bin 19 Jahre alt, ich komme aus Hameln und ich bin einfach Modebereich, sag ich mal. Tatsächlich Multikulti ein bisschen, bin abgesehen von Streetwear auch. Einmal war ich tatsächlich in High Fashion drin, Mailand Fashion Week, für die Modemarke meines Bruders. Der ist halt derjenige, der mich zu diesem Weg geleitet hat, sag ich mal. Er war schon von Kindheit an darauf einfach fokussiert, Mode zu machen, seine eigene Marke durchzuziehen. Und einfach, wie gibt die Pizza? Durch meine Mutter, durch meinen Vater, die mich halt immer gesupportet haben, was das Thema anging, von wegen, ey, guck mal, du bist 19 Jahre alt, du bist 1,92 groß, zieh das durch, guck mal, du hast schon deine Connection durch deinen Bruder. Ziehst woher kommt jetzt der Retalk? Weiter zu connecten. Und einfach er hat die traurige Musik gemacht. Und dadurch, dass er so viele Chancen hatte, er war auch halt Berlin Fashion Week. Das war Hallo. Jetzt im, das war das Juli, glaube ich. Juli, um den Dreh. Da bin ich dann halt auch für ihn, für seine Marke mitgelaufen wieder. Dadurch, dass ich in Mailand halt auch bei dem Runway bei der gegangen bin, habe ich halt auch durch Agenturen mehr. Ola und Sammy, wie der die Pizza am Wegfetzen ist. Aber holla, ich bin so neidisch gerade auf diese Pizza. Ich brauche Hunger jetzt auf Pizza. Das ist hartes Arbeiten. Oder weniger ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, Alter, weil ich die Präsenz da hatte. High Fashion, man zieht sich krass an. Plus, ich habe noch ein bisschen Tätowierung. Augen sind hell, wenn die Kamera. Land, zeig Sammy, Mann! Ich will den nicht sehen! Ich will sehen, wie Sammy die Pizza ist! Glaub ihm das mit seinem Bruder rein drum. Also, ich kann mir vorstellen, dass er so zwischendurch mal. Kaum ein bisschen, Sammy. Für so eine kleine Brand, weißt du. Was aber er hat einfach sehr gutes Potenzial, aber er macht es noch nicht aktuell. Weil nein, Bruder! Er macht sich noch nicht so gut. Also, er wird nicht so erfahren. Ja, yeah, genau. Du hast gesagt, du hast Tattoos. Kann ich mal sehen? Okay, das ist ein großes Tattoo. Du meinst ja, du machst High Fashion. Ich hab's ja nur einmal gemacht. So. Ja. Nee, zweimal. Sorry. Bei High Fashion ist es meistens so, wenn du für teure Marken läufst, besonders in Italien und Paris, ist. Da hast du halt öfters keine Tattoos. Ist weiter, ja. Oh, große. Auch noch Margarita, ha. Wallaha, Margarita. Die sind neu. Ich hab eins auf der Brust gehabt, was man jetzt. Ja, du brauchst gar nicht mehr reden, Bruder. Diese Pizza hat deine Show gestohlen. Und halt so was an meinem Nacken. Und ein zweites, das ist hier 1960. Das war noch drauf. Zeig doch Sammy wieder! So nein, nah, der ist es nicht. Berlin ja, weil bei Berlin ist halt mehr so, du läufst. Zeig mir doch Sammy. Du kannst sein, wer du willst. Tamam. So, gib weiter. Nicht auf, ob du curvy bist oder sonst was. Vor curvy Fall, hatte. Die Marke von meinem Bruder sowieso für Unisex, kein Körper betont, passt sich allem an, so deswegen. Ich finde, alles, was er schon so gemacht haben soll, verkauft er sich nicht so selbstsicher irgendwie. Die Frage ist, muss man gut reden. Och, schon aber, schon mal. Dann bist du einfach selbstbewusst. Dann bist du selbst, okay, die Ausstrahlung ist schon bei ihm ganz anders. Ja. Wenn du meinst, auf jeden der Fall. Rechte, zack, komm, ja. Bruder, der Rote ist Maschallach ein schöner Junge, 100%, ne? Aber, ich bin der Meinung, ich glaube, der Bruder, er erzählt gerade diese, mein Bruder hat eine Fashion Brand und er hat eine eigene Fashion Brand, glaube ich. Und er ist am Ende, um das zu vermarkten. 100%. Ja, das ist alles uninteressant. Was viel wichtiger ist, Sammy hat schon die Hälfte seiner Pizza weggefetzt, während der Bruder noch alle Stücke vor sich liegen hat. Also Bruder, du bestellst Pizza und isst die nicht. Das weißt du warum? Weißt du, wie das ist? Sammy macht alles richtig, Sammy? Vor allem Margarita auch noch. Sammy, du machst mich geil gerade. Guck mal. Du machst mich richtig geil. Sammy ist gerade ich und der Linke bist du. Auch so von Dingens so. Also ohne Dingens, weißt du? Nur der Linke ist ein bisschen mehr so. Aber ich bin ja auch verfressen als du. Sammy soll in dieses Stück reinbeißen und mich angucken, bitte, in diese Kamera gucken. Ich will das. Vielleicht ist er Model, aber halt nicht, der lebt noch nicht davon. Ja. Beiß rein. Fast nie so einen Monat im Durchschnitt. Beiß. Erzählt nach. Schau mich an, guck mich nach oben. Na, Bro, der lügt zu viel. Ich muss halt überlegen, dann guck ich immer automatisch weg. So 4-5 Jobs um den Dreh, Durchschnitt so. Für 4-5 hast du jetzt halbe Stunde gezählt? Ja. Heftig, Cousin, ja? Okay, nice. Dann danke dir erstmal. Und dann machen wir erstmal mit dem letzten weiter. Nein, der ist es nicht. Das ist der Erste.
Hi, ich bin Kashaya, ich bin 21 Jahre alt, komme aus Hamburg und ich bin Sportmodell. Für welche? Nein, Bruder. Arbeite bei... Weißt du, was der ist? Der ist diese Komm in die WhatsApp-Gruppe, E-Commerce, diese Instagram. Ja. Jemand schreibt dir mit blauen Haken, hallo Emre, komm, ich hab ein Dingensmove. Dann steht so in der Beschreibung E-Commerce International. Red schneller, ich will sehen, wie weit heißt die Spitze ist. Und da arbeiten wir zusammen, momentan mit Venom zusammen. Also Kampfsportmodel? Sportmodell. Oh, der hat schon aufgegessen. Okay. Das ist rutschig, aber. Das ist nicht schlimm, alles cool, ja. Und was noch so für Brands? Oh, der kann kämpfen, okay. Weil ich habe einen Festvertrag und die mögen das halt nicht, weil die in der Kampfsportszene nicht so viele Konkurrenten und die mögen das nicht, wenn du als. Welche Konkurrenten gibt's denn so? Everlast. Och, Ajay, bist du da. Du würdest sagen, du machst nur für eine einzelne Brand, shootest du und das war's. Ja. Och. Sehr schwer davon zu leben, ne? Für den auch nicht so viel wie. Na, Bro. Emu. Also, du hast keine Agentur oder sonstiges? Doch, mit der Agentur Freistil. Du hast dann von Freistil aus mit Venom eine Kooperation oder einen Vertrag? Genau, das sind auch die Buyouts. Unrealistisch. Raus! Die Agentur macht dir keine Verträge mit einer Marke. Dauerhaft als Model. Wie lange modelst du schon? 3 Jahre. Und du hast auch ein großes Buch, nehme ich dann an. Ja. Was waren denn deine Jobs vorher? Ich habe halt immer nebenbei, also zum Beispiel bei Zalando, habe ich mal. Der ist gleich der Erste, der raus ist. Sportmodel, ich wurde halt gescoutet beim Kampf und dann meinten halt, okay, weil ich habe auch nicht die Idealen eines eigentlichen Models, beispielsweise, ich habe Tragen. Boah, der ist Limits! Hast du gehört? Ich höre sowieso schon seit 10 Minuten nicht mehr zu. Ich gucke nur noch, wie Sammy die Pizza isst. Aber hör jetzt ganz kurz, wie der sich verspricht. Beispielsweise, ich habe Tragebart. Und die meisten Modelle, wenn man die Gesichtsstruktur sieht, er halt für das Sportliche. Das ist nicht schlimm. Man sagt ja immer, wenn man einen Vertrag macht, dass man mit keinem anderen Brand zusammengearbeitet hat, aber in der Vergangenheit. Doch, das sagt man. Warum? Die sehen das ja auch. Anhand deines Buchs müssen die das ja sehen können auch. Das kommt nicht so gut an, deswegen. Ich glaube eher, weil dir keine anderen einfallen. Kann das sein? Ich habe eine Frage an dich. Wie viel Prozent nimmt in deiner Agentur? Zwischen 10 und 20 Prozent ist das immer, aber genau möchte ich das nicht sagen. Aber das geht nicht. Als Agentur hast du zum Beispiel, ich will wirklich böse klingen, aber du musst von vornherein einen Vertrag unterschreiben und dort steht drinnen zum Beispiel 20 Prozent und nicht 10 bis 20. Sammy überlegt gerade, soll ich das nächste Stück anfangen oder soll ich lieber meine Frage stellen? Bruder, vertrau mir, nimm das nächste Stück. Er denkt sich gerade, soll ich die auseinandernehmen? Ja, aber der lässt doch der Frau ein bisschen. Ist weiter, Bruder, vertrau mir, ist weiter. Sammel nur Energie. Sagen, du hast mehr verdient. Zwischen 10 und 20 Prozent muss man abgeben und bei mir ist es halt dazwischen. Du wolltest ja wahrscheinlich selber, dass du genau weißt. Und ich, deswegen erkläre ich das halt, weil ich annehmen, dass ich sag mal so keine Ahnung von Model habe, dann sage ich, okay, zwischen 10 und 20 Prozent muss man abgeben. Wie hoch ist der? Red gerade mit deiner Model, Bruder! Keine Ahnung, wir haben hier 3 Top-Experten. Landmodel. Ex-Model, aktives Model, hinten auch Ex-Model. Voilà! Ein Jam. Wir arbeiten bei Sidechains nur mit Models, deswegen bist du für mich direkt raus, muss ich sagen, Bro. Ich hätte eine andere Story ab. Guck mal, jetzt gerade, Sammy hat noch 2 Stücke derzeit, der bei dem sieht aus wie 3,5. Aber warum hat Sammys Oliven, was diese Nein, das Rand. Angebrannt, Rand ist leicht angebrannt. Das ist sogar lecker, weil dann ist die knusprig. Aber der Bruder sieht ist doch den Rand guten, mit, ne? Sieht nach einem guten Pizzalieferanten auf jeden Fall aus, den die da. Er isst den Rand mit, das sagt schon einiges aus, Bruder. So, wenn man Rand mit isst, das sagt schon echt und einiges aus. Und der hatte Hunger, der Sammy. Scheint zu schmecken. Ja, safe. So. Ich sag, ich bin so ein arabisches Model in Dubai, ich mach für Lager. Ja, genau so. Sowas. Hätte ich dir ja, sofort abgekauft, 100%. Warum sagt jeder Zalando immer? Ist das so ein Sprungbrett oder wie? Nein, Zalando kriegt man zum Beispiel, weil Zalando sucht öfters Models und die wollen halt Diversity haben. Okay. So, und wenn die dann sehen, okay, Jüngerer mit Bart, wir sprechen damit eine andere Kultur an, kriegst du den Job halt. Aber bei Zalando musst du schon auch ein paar Charaktereigenschaften mitbringen. Ich finde, er sieht nach Zalando aus. Er sieht auf jeden Fall nach Zalando und weiterem aus. Sehr genau. Der Erste? Ja. Nein, Bruder. Doch. Nein, der sieht nicht nach Zalando aus. Nein, Bruder, der sieht nach Versace aus und so, Bruder. Der kann alles machen, Bruder. Ja, Walla, der kann jedem Model Agentur. Kann sogar sein, dass er für diese Pizza-Dings Model macht. Ach, diese Handtaschen für 6.000 Euro. Dankeschön. Ja, auch. Eine Frage an dich noch. Du hast ja gesagt, du hast einen Vertrag mit Venom. Wie lange geht der Vertrag? 3 Jahre. Was verdient die Agentur dann an diesem Vertrag? Warte, 3 Jahre? Schon heftig, aber... Das hab ich noch nie gehört. Nein, du hast ja keine Verträge als Model. Als Model hast du keine Verträge. Pizza-Karton-Rabatte, da waren doch noch 2 Stücke drin. Hey, Digga. Du hast Bookings, genau. Du hast Bookings und du shootest dann für diesen Job, was auch immer. Die verdienen daran nichts, also die verdienen an dir nicht wirklich viel Geld, weil damit bist du ja für die anderen Kunden weg. Die können dich nicht für die anderen Kunden einsetzen. Deswegen ist es eher unwahrscheinlich, dass er das Model ist. Krass, das war schon gut erklärt, ja. Sehr guter Punkt, ja. Deswegen von allen Kandidaten müssen wir uns jetzt für einen entscheiden, der so am wackeligsten war. Okay, was sagst du? Von allen Kandidaten so der letzte da, der. Achso, Bruder, ich die letzten beiden. Der letzte und der am Anfang gestottert hat mit Schuhen. Die letzten beiden, der in Rot und der allerletzte da. Ja, der in Rot kann halt schau direkt raus. Hast du recht. Tatsächlich. Aber der wird noch nicht raus. Ich glaube, der zuletzt im Kopf, weil der letzte war. Aber alle anderen waren zu krass, Bruder, ehrlich. Alle anderen waren gut. Ja. Aber er ist trotzdem gut. Du bist ja ein fresher Typ, weißt du so. Du hast ja gut gemacht, aber ich glaube halt nicht, dass du das Model willst. Dementsprechend müsstest du einmal bitte raus. Guck mal, der ist es nicht, der ist es nicht, der ist es auch nicht.
Ja, der hinten rechts ist TikToker und der vorne rechts ist es. So, am wackeligsten fand ich von den vier, muss ich sagen, hier links unseren Kollegen. Irgendwie kann ja. Ich mir schwer vorstellen. Jetzt guck, wie der zittert wieder. Erzählen, wann das so alles anfing oder wie. Also bin jetzt seit einem Jahr wirklich fest angestellt als Model, also hauptberuflich. Also das war vor 2 Jahren, bin ich mit meiner Freundin zusammengekommen. Und die hat dann immer schon auf TikTok so einzelne Videos von sich oder auch so von irgendwelchen random Sachen gemacht. Und die wollte immer mit mir diese Couple-Videos machen, aber ich hatte da irgendwie gar keinen Bock drauf, weil ich das nicht cringe fand. Wallah, so habe ich damals meine Präsentation gemacht, als ich auf Schulhof 30 Minuten vorher schnell Buch aufgemacht habe, schnell mir alles auf die Hand geschrieben habe, damit ich hier so einen Spickzettel her. Und dann immer so, ja, immer so, Bruder, so habe ich meine Dinge damals gemacht, Bruder, schnell auf Dribbel, damit ich eine 4 bekomme. So, dann so, komm, was soll's, ihr zuliebe, weil ich war früher auch so sehr introvertiert, habe mich nie getraut, so vor die Kamera oder so, das fand ich einfach unangenehm, haben wir so. Keine Ahnung, wenn wir in Urlaub geflogen sind oder so irgendwas Cooles unternommen haben. So cool. Lüge, komm, zeig die Pizza. Okay, ja. Halt oh, wo ist die Pizza hin? Ja, vor allem diese Outfit-Checks, die Videos kamen wirklich echt gut an. Und dann wurde ich irgendwann von Kult Models auf Instagram angeschrieben. Und das war auch wirklich den originalen Instagram-Account. Oh nee, jetzt muss ich denen zuhören, Alter. Oh nee, Digga. Nee, eigentlich gar keinen Bock drauf oder keine Lust, weil ich hatte schon, sag ich mal, richtigen Job. Aber dann hab ich, sag ich mal, ja, als Nebenjob, also ich hab dann mit Freunden, Familie. Oh, Junge! Freundin? Warum nicht? Freundin? Ausprobieren. So fing das Ganze dann eigentlich an. Und wie lange machst du das? Freundin! Also jetzt richtig? Seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Okay, wie viele Jobs hast du in diesem Jahr? Wie viele Aufträge? In diesem Jahr. Ungefähr, wie mal da. Wenn man pro Monat 10 bis 15. Wisst ihr, woran man sofort merkt, dass er lügt? Der lügt. Er stellt die Frage, wie viel hattest du in diesem Jahr? Er stellt die Gegenfrage, in diesem Jahr, um Zeit zu gewinnen. Bruder, der Erste, der ganz vorne rechts, hat direkt Antworten gegeben. Bam, 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 bam. Ohne Gegenfrage. Funktioniert wieder. Okay, sehr gut. Ja, von denen aus dann halt, ja, wie gesagt, für About You, Asos, Zalando. Bist du bei einer Agentur? Ja. Kult Models in Hamburg. Was ist so das Wichtigste beim Modeln? Für einen selber, für das Model selbst? Ich würde sagen, halt natürlich Aussehen, ist ja klar. Aber auch Charakter ist sehr wichtig, weil du kannst da so, die Leute müssen auch mit dir Spaß haben, wenn du zum Schuh gehst, der Kameramann auch. Also da kannst du jetzt einfach hingehen und so ein introvertierter Mensch sein. Er redet einfach immer noch. Ey, wieso erzählt er nicht wieder die Story mit Freunde, mit Social Media? Ja, bei mir war es jetzt auch, zum Beispiel, hab ich auch öfter gehört, auch in meinem Gesicht oder in meinen Augen. Na, Bro. So, sag ich mal, zurückgesetzt sind oder halt wie den Augenring, weil es halt besonders aussieht. Ich habe eine Frage. Eigentlich jetzt auch an alle, weil damit könnte man was rausfinden. Wie heißt das denn, also so 2 Begriffe, 3 Begriffe, wie heißt das denn, wenn dich eine Agentur anschreibt und dich findet? Spotting? Nein, das stimmt so nicht, weil das ist, wenn du das als Model nicht kennst, weißt du das irgendwie nicht. Das hörst du jeden Tag. Also wenn die dich anschreibt und findet, meinst du? Ja. Scouting. Hätte ich genau, das ist das, weil als Model hörst du das jeden Tag. Ja. Scouting, Scouting, Scouting. Und wenn du das nicht kennst, ist es eher unwahrscheinlich, dass diese Person ein Model ist. Wollen wir mit dem mal laufen? Das Ding ist, ich wollt, ja, das zum einen. Mhm. Aber man kann kannst den rausschicken. Zwischen Models, die das professionell machen und Models, die das so mal nebenher machen. Ja, yeah, so. So ein Fotoshooting mit allen mir zusammen als Kameramann, okay. Wirst du dich einverstanden erklären? Ja, kein Problem. Und du machst einfach mal die Bilder von ihm und wir shooten jetzt einfach mal für dein Hemd, würde ich sagen. Let's go, baby. More passion. Ey, Bruder, wie hält der das Handy? More energy. More energy. More footwork. More footwork. Juch, na. Okay, alright, keep it. Nein, nein. Das sind so typische Urlaubsfotos, die sind Antalya, 32 Grad, dieser in Innenstadt. Diese Pose ist das. Seitdem Pizza weg ist, Video uninteressant geworden. Sehr schön. Die letzten Posen. Nein, nein, nein. Mhm, let's go. Sehr schön. Bruder, du machst dicke Schulterblicke, gell? Du hast gut in Fahrschule gelernt. Also Schulterblick links, Schulterblick rechts. Die ganze Zeit Schulterblick. Boah, war stark. Nein, nein, der ist es nicht. Also selbstbewusst bist du safe, das gebe ich dir. Ja, da sind schon potenzielle Bilder dabei. Aber zum Beispiel bei dem hier, mach weiter. Da. Okay. Bruder! Einfach Schulfoto, du hast keinen Bock ganz links so. Diese Kennex immer ganz links, weil du keinen Bock hast, mit denen aus deiner Klasse auf ein Foto zu sein. Diese Pose ist das. Der verkauft uns das Hemd nicht. Ich will es nicht kaufen. Aber sonst hat er es gut gemacht. Ich war auch, er hat es gut gemacht, aber es sah für mich nicht professionell aus, um ehrlich zu sein. Also, wie gesagt, ich mache das jetzt genau seit einem Jahr. Das fing so halt an, dass ich hatte wirklich. Aber der Bruder ist cool, netter Typ, ehrlich. Ist ja hauptberuflich. Ja, ist alles so Spaß. So lange dabei, also ist ein Jahr. Boah, aber ein Jahr und du sagst 10 bis 15 Aufträge pro Monat? Bei den ganzen Fitness-Sachen, sag ich mal, da habe ich auch oft so, wo ich einfach mich hinsetze oder an der Bank oder so. Oder, also, das ist so oft so auch, was nicht direkt so mit Posen zu tun hat, sondern auch so auch an Geräten, an irgendwelchen Gegenständen oder und so, dass das halt so. Bist vorbei. Du postest an den Geräten, oder? Ja, so. Das ist halt so, sag ich mal, einfacher, finde ich, wenn man so ein Gerät oder Gegenstand hat. Ey, wofür modelt der eigentlich? Für alles.
weiß immer noch nicht, wofür moddelt der Bruder, ja? Wenn man noch, sag ich mal, so mit ins Bild springen kann oder wenn man halt, sag ich mal, einfach jetzt nur so mitten drin steht und halt sein, sag ich mal, Oberteil, sag ich mal. Oh, da wurde auch sehr viele im Monat, oder nicht? Ja, klar, klar, aber das ist eher so weniger. Also eher ist wirklich so Richtung Fitness und Richtung Fitness eher so viel wirklich mit so, wie gesagt, so mit Gegenständen und also mit Gegenständen meine ich halt so eine Bank oder so auch mit Boxsack oder. Du hast gesagt, du machst für Fitness hauptsächlich, ne? Ja. Fitnessstudios oder Fitnessklamotten und alles? Also Fitnessklamotten, die dann halt auf Zalando, ASOS, About You, Streetwear. Hä, wieso trägst du ein Hemd? Komm doch im athletischen Outfit. High Fashion oder irgendwas in die Richtung. Bro, ich sag dir ehrlich, ich bin jetzt nur einer von vieren, aber für mich bluffst du so hart. Also, ja! Mit Augen zu, du bist 100% Model-Cousin, gell? Gib mal dieses Mikrofon an den mit hin. Mit Augen zu. Was hast du gesagt? Bruder, ja, warum hast du Springseil als Schnursenkel-Cousin, ja? Bruder, das ist Kordseil. Komm mal vorne, erzähl mir, Cousin. Falls ich mal im Wald verloren gehe, ich brauch Kordseil und so ein bisschen Zelte bauen und so. Mach mal so einen Walk für mich, du. Für dich? Ja, ich komm nach vorne, ich will gucken. Hast du schon mal so Catwalks gemacht? Zweimal. Halt in Berlin und in Mailand. Ja, High Fashion oder okay, nicht? Wenn er das schon gemacht hat, dann wollen wir jetzt was sehen, ne? Ja, wenn er in Mailand war, muss er ja wissen. Ja, ja. 1,92? Ja, kommt hin, ich bin 1,85. Hey, lass doch die beiden zusammen machen. Die haben noch beide High Fashion gemacht. Stimmt, lass ihn mal hintereinander machen. Ja. Ey, Cousin, aber gar Bruder, jetzt. Allein die Statur von dem Rechten, der ist 2,2 Meter, guck mal, wie schlank der ist. Der ist zu 100%, man sieht das sofort. Ja? Nein. Kin, nein. Ja. So laufe ich zum Türsteher, wenn ich Club rein will und ich will auf seriös tun. Diese, hoffentlich lässt mich der Türsteher rein. So läuft man zur Schlägerei am Männer. Oder auch. Also der Catwalk sah ja nach Catwalk aus, aber Männer posieren nicht so von ihm. Guck zu, Profi. Jetzt go. Aha. Einem. Aslanım benim be. Aslanım benim. Vay be. Aferin lan sana. Aferin lan sana. Der ist safe, Bruder. Guck mal, das Problem ist, ich hab ja nur hier 9 und 10. Du kriegst die 9, krieg die 10. Okay? 9. Bruder, kann ich auch das? Bruder, du kriegst das hier, Cousin? War nicht schlecht, war auch gut, muss man ehrlich sagen. Die Sache ist, Bruder, weißt du, was deine Stärke ist? Du bist wunderschön. Aber Modeln, das war ein ganz klarer Unterschied. Ja. Wenn ihr noch nicht hat, erwähnt, dass er sowieso High-Fashion-Model ist, heißt, er macht auch Catwalks. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ich bin nicht basiert auf Catwalks oder High-Fashion. Ich bin mehr so dieser, ich mach Bilder, so wie ich präsentiere meine Jacke, mein Outfit, das mache ich. Er wollte was dazu sagen. Da gibt es einen Unterschied, ne, bei High Fashion. High Fashion ist Commercial, Editorial, alles mit dabei. Also ich bin kein nur Runway-Model, ich bin alles insgesamt. Das ist das ganze Paket vom High Fashion sein. Das ist mein Favorite. Guck mal, wie er redet, Bruder. Also Shootings, alles. Ich kann das auch alles machen gerne. Ich würde sagen, wir müssen jetzt einen rausvoten. Und für mich ist der im Hemd hinten auf jeden Fall. Ja. Oder das soll Pizza holen. Okay. Hast du ganz gut gemacht, aber du müsstest einmal bitte raus. Ich kümmere gerade italienisch. Ja. Der hat diese Urkunde damals Schule bekommen. Stets bemüht. Hat teilgenommen. So. Almir, du hast gerade noch was, ne? Ja, dann machen wir mal ein, zwei Fotos. Gib mir dein Handy. Mein Handy? Ja, was wir gerade benutzt haben. Weil er Android hat, Cousin. Ja, Samsung, Bruder, ja? Entschuldigung. Ey. Alright, let's go. Entschuldigung. Aber der Bruder sieht gut aus, muss man ihm lassen. Come on, let's go. More passion, more passion. Der könnte doch Model energy werden. More energy, more footwork, more footwork. Ah, shit. Aber der macht das gut. Das ja, macht doch, der macht's gut. Aha. Streetwear. Mhm. Ja, der Blick auch allein zur Kamera und so. Sehr, ja, sehr vertraut. Alright, das reicht mir schon. Ich glaube, der arbeitet so mit Underground-Marken und so. Der kann ja auch auf Insta viele Fotos machen, weißt du? So. So, du musst ja auch nicht immer Model sein, um nur selbstbewusst zu sein. Der Bruder weiß wahrscheinlich, dass er gut aussieht und dementsprechend postet er auch. Er ist vertraut vor der Kamera. So. Also Catwalk war Katastrophe, aber das war super, Digga, ehrlich. Das war gut. Die Frage ist jetzt natürlich, was machen wir mit unserem Kollegen links? Wir fragen ihn, fragen. Und er hat noch nichts gemacht. Genau. Weder Catwalk, weder gar nicht. Wollen wir mal Couple-Bilder mit dir zusammen machen? Ja, okay. Du hast Streetwear hast du gemacht? Genau, Commercial mit Streetwear auch. Okay, sag Bescheid, wenn du ready bist. Der ist TikToker, Mann! Okay, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oha, 3, 2, das ist auch 1. gut. Aber der 3, ist es 2, nicht. Der macht immer dasselbe, Lan. 3, 2, der macht ganze Zeit dasselbe. 3, 2, 1. Weil er wieder dasselbe. 3, 2, 1. Weil er wieder dasselbe. 3, 2, 1. Weil er, der hat fünfmal dasselbe gemacht. So. Guck mal, der hat doch ganze Zeit dasselbe gemacht. Ja, jag mein, ja. Ich hab einen Pizza-Check da. Du Expertin, Bike ist. Ich muss Bilder sehen. Ich konnte nicht sehen. Wie war denn erstmal der Shooting-Partner so? War das wirklich professionell? Ja, also er hat sich nicht angepasst, zeig mal. Also er hält sehr viel Abstand. Er hat Angst ein bisschen auf jeden Fall. Ich glaube, seine Freundin der ist Bruder, der musste Cousin. Ich wollte aussagen, der hat eine Freundin. Als Professionalismus musst du da. Naja, die Posen sind so die ganze Zeit gleich, nur du winkelst deinen Körper anders an.
und sehr viel Abstand. Also und auch keine eigenen Posen. Ja, ja. Mhm. Ich bin nicht so überzeugt. Kannst du einmal laufen vor uns, Cousin? Oh! Boah, Leute, der läuft wirklich zur Schlägerei. Tschüss, Bruder! Der hat seinen Feind gesehen einfach. So würde ich laufen, wenn da noch Pizza liegen würde. Bruder, wir kämpfen. Oder ich denke, von was ich gesehen habe, du machst deine Schultern eigentlich, musst du ein bisschen schwingen bei ihm so. Der läuft nein, so. Nein, gar nicht. Weißt du, wie er seine Schulter geschwungen hat? Der hat seine Arme geschwungen. Das waren die Arme, nicht die Schulter. War bei dem. Man hat nur gefehlt, dass er noch so macht. So aufwärmen. Er wollte kämpfen, Mann. Also sag dir bitte raus. Ich weiß nicht, der ist vielleicht... Lass doch mal eine Frage stellen, die wir alle drei kennen. Fotomodel. Wann hast du dein letztes E-Casting? E-Castings habe ich im Moment eigentlich immer bei Anfragen, also keine normalen Castings, sondern E-Castings. Und das war im November. Wie läuft denn sowas ab, ein E-Casting? Genau, du kriegst dann von der Agentur quasi dann erstmal die Anfrage natürlich, je nachdem, ob es jetzt ein Open Call ist oder quasi schon rausgepickt wurdest. Also genau, Open Call ist quasi einfach die offene Runde. Das heißt, die Mail geht an alle aus der Agentur sozusagen raus oder alle Models eben. Genau, dann steht da eben erstmal normales immer tagesaktuelle Polas, also quasi Bilder, Profil von vorne, irgendwas, was vielleicht auch noch passt, wenn es jetzt irgendwie eine Werbung ist für einen Burger oder so, dann dass du, keine Ahnung, reinbeißt oder sowas. Genau, dann erstmal natürlich diese Polas, dann oft auch ein Vorstellungsvideo, ist auf Englisch oder auf Deutsch, alles im Querformat. Dann erzählst, was du machst. Der weiß das auch. Das ist genau das, was ich auch immer kriege. Genau, wenn du das dann gemacht hast, dann ist es erstmal so, dass du natürlich was dann zur Kampagne passt, machen musst. Casting-Anleitung bekommst du dann mit irgendwas, was du vielleicht sprechen musst oder irgendeine Pose, die du einnehmen musst, irgendwas, was du wiederholen musst. Und genau, das schickst du dann ein und je nachdem, wann PPM gesetzt ist, also Pre-Production-Meeting. Der ist krass, Bruder. Okay, aber ich muss sagen, er hat sich dadurch, finde ich, wieder so... Ja, wir haben reinmanövriert. Weißt du was, ich glaube, er ist interessiert daran, glaube ich, Model zu werden. Weißt du, er ist wahrscheinlich ein Einsteiger, der demnächst anfangen könnte. Oder er lebt noch nicht davon. Er ist ein Model, aber lebt noch nicht davon. Genau, kann auch sein. Lass doch mal den Linken was fragen. Genau, können wir ihm kurz das Mikro geben? Du modelst ja. Was für ein Gewerbe meldest du an? Ich hab das tatsächlich über meinen Bruder. Also. Das geht. Na, yeah! Bruder! Hör auf mit diesen türkischen Tricks, Bruder! Das ist halt so dieses Manager, halt wie mäßig Agentur, aber. Aber da musst du trotzdem auch ein Gewerbe haben. Also ich ein Kleingewerbe. Okay, und was ist der Freibetrag? Freibetrag von einem Kleingewerbe? Da fragst du mich jetzt gerade was. Fang einfach an, Japanisch zu reden. Das kommt jetzt richtig authentisch, Cousin. Geh einfach! Geh einfach! Du kannst ja nicht das Ganze bei deinem Bruder laufen lassen und dann zusätzlich noch Kleingewerbe. Mäßig Angestellter von meinem Bruder dann. Dann bist du Angestellter. Ändert sich. Oder? Also ändert sich nicht jetzt so, aber es ist halt so. Was hat denn dein Bruder für ein Gewerbe? Kleingewerbe. Denke ich. Ich weiß es halt ehrlich nicht. Aber ich dachte, der hat schon eine Big Brand. Dann hat er doch kein Kleingewerbe. Oh! Das ist eine große Marke. Wenn du für eine Marke shootest und das ist ein Kleingewerbe, dann kannst du davon nicht leben. Weil ein Kleingewerbe macht keinen Umsatz. Ja, aber ich habe ja nicht für meinen Bruder an sich geshootet. Ich bin nur für ihn einmal gelaufen. Und beim Laufen kriegst du halt nicht so viel Geld für... Oh mein Gott! Ja, ich sag ja, ich bin mehr in der Streetwear-Brand, wo ich halt... Bruder, mach diese, wie heißt diese nach hinten? Moonwork nach hinten. Ja, Bruder. Walla, wird immer schlimmer. Ja, aber dein Bruder hat ein Kleingewerbe. Denke ich mal, ja. Aber wenn du für die ganzen anderen Brands... Die nehmen gerade den so hops, ne? Der weiß das, der versucht zu retten. Die ganzen anderen Sachen, aber ist dann trotzdem Kleingewerbe? Bruder, du redest gerade mit einem Unternehmer. Nein, Sky, Bruder. Bruder, er trägt eine Richard Mille an seinem Arm, Bruder. Der Bruder weiß, wie man Geld macht. Er ist Unternehmer durch und durch. Den dribbelst du nicht. Wenn du dann Angestellter bist, dann müsstest du doch eine Abrechnung kriegen. Was steht denn oben drauf, wo du angestellt bist? Mark 22.3. Die Marke und dann Name von meinem Bruder. Wie ist das? Oder meinst du, das ist die Abrechnung, die ich kriege? Genau. Halt ab. Als Model kriegst du keine Abrechnung. Weil du musst oder wenn du angefangen hast, ein Kleingewerbe haben und du kriegst keine Abrechnung. Und du schreibst Rechnungen an die Kunden raus. Wenn du zum Beispiel manchmal auch Kunden hast. Deswegen sagte ich ja ARC 22.3. Eine Rechnung, wie bei, keine Ahnung, wenn du Klamotten bestellst, ist das so halt aufgelistet, dann steht dafür was und dann der Betrag. Gerade hast du doch gerade gesagt, dass du Angestellter von deinem Bruder bist. Warum solltest du dann Rechnungen schreiben? Ich habe ja erzählt gehabt, dass er mir die Connections und so macht. Mäßig, ich sehe ihn als, weil er halt mein Bruder ist, als Manager und alles. Walla, der hat gar keinen Plan von gar nichts. Ich schwöre, ne? Der sieht nur Walla, gut aus, Bruder. Der hat keinen Plan von nix, Digga. Ich schwör auf alles, der versucht einfach gerade irgendeinen Salat zu erzählen. Connections. Und ich schreibe dann sozusagen die Abrechnung, also er gesagt, er schreibt in meinem Namen die Abrechnung für mich. Kriegst du Lohn ausgezahlt? Nee. Also auch nicht. Also ich sehe den Betrag dann und dann gebe ich halt was meinem Bruder. Ja, aber es funktioniert ja nicht so, Cousin. Du kannst ja nicht einfach das Geld bekommen und dann gibst du was deinem Bruder. So funktioniert's nicht. Einer muss dem anderen eine Rechnung schreiben. Genau. Jetzt der beste Punkt, ihn einfach loszulassen, Bruder. Einfach. Lass einfach los. Schmeiß dieses Mikrofon auf den Boden, setz dich hin, Cousin. Aber hast du trotzdem gut gemacht, aber ich glaube, wir sind uns einig, oder? Ja. Das heißt, du müsstest einmal bitte raus. Finalo! Ja, aber das ist klar, Bruder! Bruder! Ich würde auch sagen, recht. Allein der Blick. Ja. Guck mal, stell dir mal vor, du läufst Düsseldorf Straße, diese teure Straße lang, ne? Und du siehst bei Gucci jemand mit Gucci-Anzug. Wer ist authentischer?
Ich sag dir ehrlich, ich würde den Linken nicht unterschätzen. Der Linke ist wirklich, der Linke passt da rein. Aber der Rechte ist wie gemalt, wie gemacht. Weißt du, er ist dafür geboren. Er ist auf die Welt gekommen. Sein Vater hat gesagt, my son, you are model. Over. Dann war sein Weg geschrieben, Bruder. Finale. Jetzt wird's spannend. Also ich muss sagen, links hat sich auch sehr gut verkauft. Ja. Am Anfang war ich safe bei rechts. Ich tendiere natürlich immer noch mehr zu rechts, muss ich sagen. Aber links ist gut. Er hat viel Ahnung. Aber links ist wirklich stark. Und was mich bei ihm gecatcht hat, war das Wort, dass er bei dem E-Casting immer Hochformat, Querformat nehmen muss. Das hat er gesagt. Und das merkt sich fast keiner, der kein Model ist. Das finale Battle jetzt eigentlich. Einmal laufen mit aller Kraft und allen Emotionen, Digga. Boah, aber er ist, glaube ich, nicht so auf Laufen fokussiert, meintest du, oder? Tatsächlich nicht, ja. Ich glaube, der hat nichts damit zu tun, der ist einfach nur ein hübscher Junge, mehr nicht. Ja. Ich glaube, der modelt, doch, ich glaube, er modelt, aber nur so nebenbei. Ja, nebenbei, genau. Und er macht's so zwischendurch Taschengeld. Er weiß, er ist das Model, ich muss nicht viel sagen, die fragen mich, ich weiß Bescheid. Ich würde mal gern so ein Shooting mit dem... Guck mal, der lacht, der hat gelacht, vorbei. Auf geht's, Fotograf. Unser Star-Fotograf wieder. Alright. More passion. Ja, okay. Da. Ja! Da hat ja, einen. Ja. Jetzt einmal so ein bisschen Ding. Küssen vielleicht auch. Oha, wie weit die Kamera runtergeht. Achtet auch mal auf seine Beine. Ja, der ist so Profi. Der ist so ein Profi. Der bewegt nur seine Augen. Guck mal. Sehr schön. Ja, ja. Oh. Ja, ja. Bruder, der Linke macht wieder nur dieselben Posten wie gerade. Ja. Hose von Douglas. Weißt du, das war. This fragrance is for you. Krass. Bruder, guck mal bitte nach ihm, Bruder. Ja, ja. Es ist safe, der Rechte. Ja, safe. Ja. Ich hab's direkt gecallt. Ja. Sehr stark. Das ist klar. Das war eindeutig, fand ich. Ja. Ja. Das war eindeutig. Cousin, ehrlich, ich muss dir sogar... Punktzahl. Du bist nicht nur ein Model, du bist ein krasses Model, Digga. Ehrlich? Ja, ja. Und drei. Alle, die das sehen, Digga, gib den Typen einen Job, Digga, ehrlich. Talent, Alter, wirklich. Aber links auch gut. Ja. Wir gibt denn einen Job, der fährt die 13.000 Euro im Milan. Was für ein Job? Alles. Gib mir diesen Job. Ist doch so, ich lerne auch so zu laufen und zu gucken. Ja, ein paar Prozent. Ja. Safe. Ich hoffe mal, das ist Profi. Längst Potenzial, rechts Profi. Ne, volle Kanne. Oder sind wir uns einig? Ja, ja, ja. Mach mal kurz einen Prozess. Ja, ja, Prozess. Ja, 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 ja. Ernst jetzt? Das heißt, wir denken, dass du die Wahrheit sagst und du lügst? Weißt du, was richtig krass wäre? Hm. Du in der Jury bei Nine Sky erkenne den Pizzamacher. Pizzalieferanten. Nein, nicht Lieferanten, den Pizzamacher. Pizzalieferanten, doch, das wäre krass. Oder auch Lieferanten. Ja, aber das wäre eine langweilige Folge, Digga. Nein, Bruder, direkt, du willst das direkt. Das doch. Ja, hast du recht. Ich das doch direkt. Schon vor, bevor ich die sehe vor der Tür, ich weiß schon ganz hinten links der. Ja, genau, du würdest fragen. Die öffnen nicht mal das Tor, ich weiß nicht, genau, wer das ist. Genau, genau, so. So. Du willst direkt wissen. Und dann machen wir jetzt die Auflösung. Folge geht einfach 3 Minuten, ja. Da kann ich mal Werbung draufschalten. Okay, ist vorbei! War klar, Bruder. War klar. Aber lass mal kurz gucken, was der Rest macht. Profi-Cousin, ja, und was vereinert, gell? Okay, spul mal vor. Hey, stopp. Professionell, hauptberuflich. Ich mache nebenbei YouTube schon länger, aber jetzt hat es ein bisschen nachgelassen. So, und deswegen halt wegen meiner Sache so vor der Kamera und sowas. Und dass ich gern vor der Kamera stand, dachte ich, dann traue ich mir erstmal zu, mache ich das. Und deswegen bin ich da jetzt. So, ich bin, das ist jetzt nicht professionell, mache es so nebenbei, wenn ich mal Aufträge kriegen sollte von Bekannten. Ich bin an sich, ich mache TikTok, da bin ich halt ein bisschen aktiv. Okay. Jetzt cool, jetzt der 100% E-Commerce. So viel, aber ja, das bin ich. Ich mach's halt, weil ich Mode liebe, einfach Streetwear. Merkt ihr vielleicht auch ein bisschen. Ich hab gerade mitbekommen, ihr hättet jeden mit diesen Steuerfragen hier hoch. Ich weiß, deswegen machen wir eigentlich auch nicht so... Unfair. Ihr wolltet einfach nur mich weghaben. Ihr habt was gegeben, nur weil ich rot tragen? So, ich hab nichts mit Model zu tun noch jetzt. War ja klar, aber jetzt keine Ausrede. Ich war, die kommen jetzt auch von Kami. Hab jetzt vor 5 Stunden, sein Kollege ist dann ausgefallen und meinte, ich wollte als Zuschauer kommen. Und dann mache ich noch schnell Seiten auf Null. Ey, mach mal Bart fresh. Dieses stark, Einsatz, Bruder! Also ich mag keine Ausreden, ich hab mich natürlich besser vorbereitet, aber war das schon klar. Also ich kam, meinte dieses, Bruder, wie? Ich sag, ja. Was machst du jetzt erklärt, beruflich? Gewerbe und so hab ich jetzt alles genau angeguckt, ein bisschen ChatGPT. Aber dann, ich komm so auf einmal, ich stehe vor euch, frag mich Sachen, ich nehme so, ja. Boah, Schulterblick musst du mir erklären, ehrlich. Ich hab schon Nackenschmerzen, deswegen nicht schön. Also, ich habe auch nichts mit Modeln zu tun, absolut nichts. Kollegen haben immer so aus Spaß gesagt, ja, du könntest Model werden oder so, aber habe ich mir nie ernst genommen. Und ich bin ja immer noch IT, so hauptberuflich. Also, IT. Ich dachte mir so, warum nicht, einfach dabei sein. Aber ey, coole Folge, aber einfache Folge. Ja. Wir haben es wieder geschafft, den richtigen zu finden. Und mal gucken, wer von euch auch richtig lag. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten. Erkenne den. Haut rein. Ciao.